Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Our Travel World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein bisschen kürzeres Video. Wir wollen euch einfach mal kurz ein bisschen berichten, da wir ja auf einem Campingplatz in Queensland gearbeitet haben, im Norden von Townsville. Einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir da erlebt haben. Und ja, darum soll es in diesem Video gehen. Nach dem Intro geht's los. Ja, wie ihr im letzten Video gesehen habt, waren wir zuerst im Northern Territory und sind von dort aus nach Queensland und genau dann nach Townsville gefahren, wo wir nämlich einen Job hatten im Caravan Park, wo wir 2 Monate verbracht haben. Genau, womit fangen wir an? Wir haben dort tägliche Aufgaben gehabt. Melissa war so ein bisschen mehr eingesetzt im Housekeeping-Bereich. Ja, wir hatten so ein paar Villen, also 3 Villen, dann ein paar Cabins. Und die mussten natürlich immer geputzt werden. Und ja, einfach so Betten machen, Bad putzen, Küche putzen. Und ja, des Weiteren habe ich noch im Café gearbeitet. Das hat aber nur teilweise an manchen, also an bestimmten Tagen morgens auf. Von, ich glaube, 8 bis 11. Und abends hatten wir auch teilweise dann noch eine Bar, die auch immer von 4 bis 7, glaube ich, offen hatte, wo ich auch teilweise gearbeitet habe. Also ich hatte mal so geteilte Schicht. Teilweise an manchen Tagen, es war halt sehr abwechslungsreich und war auf jeden Fall ein cooler Job. Wir hatten zum Beispiel, wir sind die Männer, weil das war so ein bisschen, die Frauen haben so ein bisschen mehr Housekeeping und so gemacht und die Männer waren ein bisschen mehr so für die Gartenarbeit zuständig. Ich war da noch mit 2 anderen Männern sozusagen im Gartenbereich tätig und wir mussten halt immer natürlich Rasen mähen, die Rasenkanten und so weiter immer schön sauber halten, die Straßen mit dem Laubgebläse von Laub befreien, die Straßen, Haken, so typische Sachen, die man halt so macht. Und noch dazu mussten wir Männer uns immer um die großen Toilettenblocks kümmern, ne? Ja. Da mussten wir halt jeden Tag dann rein und die ganzen Toiletten und Duschen sauber machen. Das musste halt jeden Tag erledigt werden. Und davon hatten wir 3 von den Blöcken. Genau, also, es waren 3 relativ große Blöcke. Genau. Da durfte ich Marcel auch manchmal helfen. Wenn ich nichts anderes zu tun hatte, dann hieß das auch sehr, helfen wir Marcel. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Ja, es gab halt auch Tage, da war halt einfach weniger zu tun. Und dann konnten die Mädels halt dann sozusagen die Männer nochmal ein bisschen unterstützen. Und mit der Unterkunft hatten wir auch, sagen wir mal, ziemlich viel Glück, weil das ist auch sehr untypisch für Backpacker. Wir hatten unser eigenes Haus auf dem Caravan Park. Das war auf jeden Fall mega cool. Wir hatten sogar 2 Schlafzimmer, so noch ein Gästezimmer. Da musste ich aber Gäste empfangen, unsere lieben Freunde, unsere deutschen Freunde. Und ansonsten hatten wir eine ziemlich große Küche, Wohnzimmer, alles da. Genau. Also das ist im Großen und Ganzen das, was wir da so erlebt haben und gemacht haben. Und das wollten wir euch einfach mal daran teilhaben lassen. Am coolsten für mich persönlich war natürlich immer mit den Golf-Buggies durch die Gegend zu cruisen und da über einen Campingplatz zu düsen. Und dann hatten wir da einfach eine wirklich schöne Zeit. Das ist ein unfassbar schöner Ort an sich auch. Also auch hier an der Stelle für die Leute, die mal in Queensland unterwegs sind und gerade von Cairns Richtung Townsville unterwegs sind, blende ich euch einfach mal unten hier den Namen von dem Campingplatz ein. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Die Leute sind sehr, sehr freundlich. Und wir hatten dann einfach total schöne Zeit, die 2 Monate. Und der Campingplatz ist auch mega gut gelegen. Also der ist direkt am Meer und man hat auch voll die coole View und war es echt schön. Und man muss auch noch dazu sagen, wir hatten samstags mal Pizza Night. Mhm. Genau, wenn es möglich ist, Samstag vorbeigehen, denn da ist man, genau, Pizza Night. Ja. Da mussten dann immer alle Mitarbeiter quasi dann zum Restaurant gehen und dann da Pizzas machen. Ich war immer am Ofen, Melissa war entweder in der Bar oder musste die Pizzas belegen. Mhm. Und da hatten wir dann immer am Abend so zwischen 150 und 250 Pizzen, die wir dann gemacht haben für die ganzen Leute auf dem Campingplatz. Und das war unsere kleine Geschichte zum 2-monatigen Aufenthalt auf dem Campingplatz. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne mal einfach in die Kommentare schreiben oder uns auch persönlich bei Instagram schreiben. Da
sind wir immer gerne für Tipps zu haben oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zum Thema Work and Travel in Australien habt, ja, könnt ihr euch jederzeit gerne an uns wenden. Ja, ansonsten würden wir den Job auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau, und auch wenn vielleicht, wer weiß, ja, wenn ihr mir oder uns einfach mal schreibt, dann könnt ihr vielleicht, können wir euch mal die Kontakte weitergeben und die suchen zufällig wieder Leute. Zufälle gibt es manchmal, gerade hier in Australien. Und ja. Das soll es dann also damit gewesen sein. Wir sehen uns dann zum nächsten Video, ein bisschen weiter oben in Queensland wieder, Richtung Cairns geht es dann sagen wir mal, hoch hinaus und werden dort den ältesten Regenwald der Welt sehen. Also seid gespannt, abonniert gerne den Kanal und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen zum nächsten Video. Ja, tschüss. Tschüss.